Mokan. I came to you to hear your prophecy about my fate in lands. Then behold, Jagon. A mighty and feared ruler you'll become. Ere long, a human's hand will strike you numb. What? I'll never let that happen. What do you need to help me reverse the prophecy? I'll do anything you say. Also gut, wir haben hier sowas wie Rudyard Kiplings Dschungelbuch, nur halt in einer neuen Variante. Ich habe schon ein bisschen in den Einstellungen rumgewühlt, jetzt muss ich das hier aber noch machen. Ich möchte bitte gerne nur die Besonderheiten. Ja, Aufgabenfenster verstecken. Ne, das lassen wir mal auf. Leichte Minispiele. Wir lassen das für die Demo alles mal. Und setzen das auch alles auf 30 Sekunden mal. Ist ja nur die Demo, ist ja nicht das richtige Vollversion-Spiel. Happy Birthday, Brother! Here's your gift from me. Come on, open it. Yes, you should take a break from all the Seeker's business and finally go on vacation. Don't worry, I'll take care of the house and your cat while you're away. Es ist so schön hier. Oh, das ist Margaret. Ich sollte rangehen. Hey, I hope you're having fun. So where are you now? The Palace of Winds? Wow. Would you take a photo for me? I'd really love to see it. So, der Affe hat mir gerade meine Uhr geklaut. Ich will meine Uhr zurück. Ja, das will ich eindeutig. Die Affen in Indien, wahrscheinlich auch gerade in der Hauptstadt, die sind ja so schlau. Ich glaube, jetzt kann ich mir Notizen machen. Ja, das ist schön. Die sind ja so schlau, dass die dir tatsächlich Sachen klauen, von denen sie merken, dass du sie gerne hast, wie dein Handy. Und dann traden die mit dir, weil sie essen wollen. Und die haben das halt gelernt und sich das angewöhnt. Pfauenschatulle und einen Geldbeutel, mit der kann ich gerade noch nichts machen. Fehlen die Federn, da liegt was im Feuer. Ich muss es löschen, um zu sehen, was es ist. Da, natürlich fällt mein Rucksack auseinander. Ich brauche etwas, um das Schloss zu knacken. Ich habe mir leider irgendwie keinen besonders guten Rucksack gekauft, wie ich das sehe. Aber dafür kriege ich Aladdins Wunderlampe. Das ist mein Tipp. Und ich bekomme ein Feuerzeug. Damit ich noch mehr Feuer machen kann. Das ist schön. Schauen wir mal, was möchte der Herr denn hier von mir? Would you like to buy a surprise box? It's only 4 rupees and it's full of souvenirs from India. Sobald ich es irgendwie geschafft habe, an mein Geldbeutel zu kommen? Ach, tatsächlich, ich kann so bezahlen. Das ist schön. Was sind 4 Rupien? Weiß das einer? Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Aus Indien. Ich bekomme ein Spiegel, Ohrringe. Halte in jeder Szene Ausschau nach Schmetterlingen. Ah, um dein Baumhaus aufzuwerten. Ich habe erstmal gelesen, meinen Bambus aufzuwerten. Okay, ah, das ist mein Händler. Okay, das funktioniert wie irgendeine Fassade. Ich habe hier meinen Händler. 28, wow. Was macht der Elefant? Der macht noch nichts. Hier kann ich auch noch nichts machen. Also gut, Interaktion mit dem Herrn ist beendet. Ich habe eine Bürste, ich habe einen Pinsel und ich habe Ohrringe. Okay, was macht der hier? Everyone's here. Let's go to the Palace of Winds and listen to the legend of Princess Manu. Bambusbaumhaus ist wenigstens nachhaltig. Ich brauche meine Eintrittskarte, um die Tour zu beginnen. Ich wette, ich habe sie in meinem Rucksack. Natürlich. Kann ich meinen Ohrstecker dafür verwenden? Dann war die Investition von 4 Rubien immerhin schon mal etwas wert. Ich kann an den Inhalt meines Rucksacks kommen. Affen bestehlen oft Touristen, aber bestrafe sie deshalb nie, sonst stehlen sie deine Seele.
Das ist interessant. Palast der Winde. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Wenigstens nehme ich meinen ganzen Rucksack mit. Danke! Jetzt habe ich noch. Kann ich mit der Zange eigentlich das Zeug hier aus dem Feuer holen? Ja. Nein. Ich könnte mir die Hände verbrennen. Ich lösche lieber zuerst das Feuer. Gut. Dann eben nicht. Ach, 0,048 Euro. Oh meine Güte, die armen Leute sind doch pleite dann in Indien. Also die armen Leute sind sowieso pleite in Indien. Das ist sowieso nicht schön, wie die da leben müssen. Unter welchen Umständen die hier leben müssen. India is an amazing country. Look around. There are 1,000 windows in this palace. Almost as many as there are legends in India. Focus with your eyes and ears, and I'll tell you one of them. Auge 1,000. Was hab ich denn da? Da ist ein Teller, das kann ich ansehen. Hier sind Bienen oder Insekten. India? Kann ich... Brauche ich die? Muss ich vertreiben? Nee, 1,000. Ich muss irgendwie auf 1,000 kommen. Was? Keine Lust? Was? Ja, hier, 3 gewinnt. Nee, wollen wir nicht. Das ist kein Schmetterling, den ich einsammeln kann, aber hier ist die 1,000. Of the windows in the palace, one leads to a parallel world, where power is kept in the hands of animals. Elephants, panthers, monkeys and more. Okay, der Elefant ist etwas unvollständig. Ich sollte das beenden. Ich kann sehr schön sticken und ich kann sehr schnell sticken. Ich kann gar nichts davon. Also ich persönlich kann nichts davon. Ich kann Amok nähen, da kann ich nicht. Palast. Hier ist nichts, das nach einem Palast aussieht. Habe ich da noch irgendwas? Das sieht auch nicht nach Palästen aus. Also der Palast ist auch irgendwo verborgen. Ich muss ihn nur finden. Da, hier. Da ist noch was, was ich nicht gesehen habe. Everyone lives in perfect harmony. Papaya grows abundantly in the gardens, and the rivers are full of fish. This all happened after the human princess Manu appeared in their world. Soll ich noch Fische? Und eine Prinzessin, die ist aber offensichtlich irgendwo zu sehen. Oder auch nicht. Hier? Nein? Ah, der Kopfschmuck. She stopped the eternal wars between fangs and hooves and showed the animals that fighting leads nowhere. Since then, friendship, love and joy have ruled in that world. Okay, Zähne, Liebe, Kriege. Da komme ich nicht mehr hin. Kann ich hier noch was ansehen? Nein. Liebe, jetzt kriege ich. Ich dachte eigentlich die Schwerter an der Wand, aber die waren noch. Take this as a souvenir. Ja, vielen Dank, guter Mann. Was bekomme ich? Räucherstäbchen. Ja. Das hilft mir alles nicht, da hochzukommen und den dummen Affen zu fangen. Ich könnte dort hochklettern, wenn ich ein Seil hätte. Und mein Rucksack hat ja wahrscheinlich kein Seil innen drin. Wer denkt denn auch daran, ein Seil auf eine Indienreise mitzunehmen, ne? Ich kann meine Räucherstäbchen hier anzünden? Nee. Ja. Er will wieder was. Ich kann meine Räucherstäbchen hier reinstecken und anzünden. Und was bringt mir das jetzt? Scheinbar, dass der Elefant seine Pforten für mich öffnet. Was habe ich hier jetzt? Wasser? Vase mit Sand. Und eine Fähre für den V. Jetzt darf ich die Zange benutzen. Und ich habe die zweite Pfauenfeder. Jetzt kann ich meinen Pfau hier reparieren. Für Hawamahal Palast der Winde Touristenbroschüre. Alles für eine Broschüre. Hotel und hier ist dann der Palast der Winde. Das ist ja nicht sehr weit weg. Der Palast der Winde ist berühmt für seine vielen Fenster. Für seine vielen Fenstern. 953, um genau zu sein. Eins von ihnen soll einer Legende nach ein Portal zum jenseitigen Indien sein. Stell dir mal vor, das Fenster wäre echt. Das werden wir gleich herausfinden. Wie hat das alles in diese winzige Kiste gepasst? Frag nicht.
Wimmelbildlogik. Okay. Ich klettere mein improvisiertes Seil hoch. Ich würde sowas nie machen. Das hält niemals. Und wupp, sind wir im jenseitigen Indien. Princess Manu was last seen in your valley, Nanda. Tell me where she is now. Even if she were here, I'd never tell you. Now get out. A coward like you isn't welcome in my lands. You will regret denying me the strongest of the tigers. Behold my power! Wo bin ich? Ist das noch Indien? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich sollte mit diesem Elefanten sprechen. Oh, hello, human. I'm Nanda, the Rani of the Elephant Valley. Jagun badly hurt me. Please, help me. Bring me the fruit of life's potion, and then Hey, I'm Harish. I'm sorry I stole your watch. Here it is. I just wanted to lure a seeker into our world to help us. The situation in the jungle became dangerous after the Tiger King Jagan heard a prophecy about his death. Nanda will tell you more about it. Please, cure her. Ich bin in ein anderes Abenteuer gestolpert. Na sowas. Das habe ich mir erst jetzt gedacht. The Elephant Valley will be grateful to you for saving Nanda. Okay, was habe ich denn jetzt hier? Nur Wasser, eine Schaufel? Was leuchtet hier? Figuren. Oh Gott. Das ist eh nur die Demo, werden wir eh nicht alles einsammeln. Okay. Kann ich das hier auch mitnehmen? Nein, ich bekomme die Schlinge. Oh, ich habe eine kaputte Leiter. Ich muss sie säubern und reparieren. Okay, ich habe die Bürste doch irgendwo, ne? Aber reparieren kann ich sie erst, wenn ich die Sprossen dafür habe. Ich kann wohl kaum den Pinsel nehmen. Der Affe ist toll. Wie war das noch gleich mit Affenklauen? Bewusst Dinge, die du wieder haben willst? Er will kein Futter für sich, er will im Prinzip Futter für die Elefantendame. Es soll ja die Frucht des Lebens bringen. Also ist das im Prinzip auch eine Art Tausch. Die Uhr für die Frucht. Nur, dass ich erstmal eine Uhr bekommen habe. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Eins. Wasser in die Schale mit der Frucht. Zusammenmanschen, aufmalen, heilen. Ja, ist okay. Ich hab's gesehen. Da sind Schmetterlinge. Die Ex ist hungrig. Ein paar Käfer. Okay, wir bauen mal die Leiter zusammen. Wenigstens muss ich hier nichts zusammennageln. Kann ich... Gleich schon mal das, was wir hier reinlernen, dann ist es aus dem Inventar draußen. Jetzt brauche ich trotzdem noch die Frucht. Hierfür brauche ich wahrscheinlich die Leiter. Komme ich daran? Nein. Ach, ich kann sowieso nichts machen. Okay. Okay, ich baue erstmal meine Truhe zusammen. Da ist das Pulver drin. Das soll ja auch hier rein. Das Symbol könnte ich niemals kopieren. Also so gut sind meine Copy-and-Paste-Fähigkeiten dann doch nicht. Ja, hier, das da. Das Henna-Tattoo brauchst du, oder nicht? Jetzt darf ich das hier nehmen und aufmachen. Ich habe ein Trankrezept bekommen. Die Suchenden haben diesen Ort besucht, aber diese Welt war ihnen zu gefährlich. Ich dagegen liebe diesen Ort und die einheimischen Tiere, besonders Nanda. Sie ist die Maharani des Elefantentals. Das heißt, sie ist die Königin. Prinzessin Manu. Wer unterschreibt in seinem eigenen Tagebuch mit seinem Namen? Nanda ist kein normaler Elefant. Ach nein, das merkst du erst jetzt. Okay, Heiltrankrezept. Ja, ich muss mich auch noch irgendwie wegkriegen. Was ist denn da hinten? Oh, da hat sich gerade irgendwie was bewegt. Er wird mich nicht passieren lassen. Vielleicht muss ich ihm dieses Symbol zeigen. Jetzt weiß ich ja... Welches ich brauche, was? Ja, das habe ich gesehen gerade. Danke, das wollte ich anklicken. Da hinten rein kann ich nicht. Und hier kann ich wirklich nur das da.
Ja, wie kommt er, wie ist die Dame jetzt schlau genug oder er schlau genug darauf zu kommen, das da drauf zu malen? Ich meine, es ist doch sehr offensichtlich. Hat doch auch gerade gesagt, hier das Symbol. Glaskugeln, Schlinge und Kaltrank. Kann ich das ansehen? Zwei Pflanzen zusammenrühren, okay. Ich habe eine Mörser und Stößel auch noch finden. Ich kann hier nirgendwo rein, ne? Kann ich nochmal mit dir reden? Nein, ich kann hier auch nichts einsammeln. Hoch kann ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ich frage jetzt doch tatsächlich mal den Tipp. Also es geht schon hier weiter. Die Ex ist hungrig. Ich habe eine Schaufel. Warte, der Pinsel? Ja, hätte ich auch selber drauf kommen können, dass ich das nicht mit den Händen drauf male, sondern dass ich meinen Pinsel nehme. Entschuldigung. Your prophecy made Jagun start hunting for Princess Manu. But I won't let anyone hurt her. Get out of my way or I'll tear you to pieces. You can't intimidate me now that I'm under Jagun's protection. Die Parallelen zu Dschungelbuch sind schon echt auffällig. Das müssen andere Bewohner dieser Welt sein. Ich frage mich, was hier los ist. Oh, das Kätzchen hat Angst, herunterzuspringen. Ich brauche ein weiches Ziel, auf dem es landen kann. Ja, Katzen können ja dummerweise nicht nach unten klettern. Die meisten. Das kann nur der Jaguar. Nee, nicht der Jaguar, oder? Nur eine einzige Großkatze kann wieder nach unten klettern, weil die Krallen halt die spezielle Form dafür haben. Diese große Schlange könnte ein Nagetier auf einmal verschlucken. Okay, was ist der Affe? Sie will seine Lieblingsfrucht und sie möchte Sandelholzrinde. Oh Gott. Dass ich vor allen Dingen die Sandelholzrinde sofort erkenne, ne? Zu weit weg, um genaueres zu erkennen. Moment, ich habe eine Schaufel. Okay, ich habe zumindest mal mein Mörser gefunden. Aber dummerweise noch keine der zwei Zutaten. Als die Götter ihrer Unsterblichkeit beraubt wurden, beschlossen sie, das Elixier des ewigen Lebens zu erschaffen. Eine seiner Zutaten war das Blatt des Parijat, dem Baum, der vom Himmel gesandt wurde, um Wünsche zu erfüllen. Sterbliche Götter waren schwach, aber sie fanden Schutz in Form von Elefanten. Jeder Elefant trug einen Gott auf dem Rücken, der sie beschützte. Um den Elefanten für ihre Hilfe zu danken, beschlossen die Götter, ihnen alle einige Blätter des Parijat-Baumes zu geben. Ich wusste nicht, dass der Parijat-Baum vom Himmel kommt. Interessant. Ein Teil der Hoda fehlt. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Oh hey, hier kann ich meine Dingens da anbinden. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, nur noch eine Art Geschoss, ne? Die Schere bestimmt nicht. Glücksbringer? Nein, Nadel und habe ich einen Stein oder so? Kann ich meine Kugel? Aha, Elefant, Blume, Tiger. Ohne den Code komme ich nicht weiter. Ich fürchte auch. Wo ist mein Mörser? Hier. Ah, läuft von alleine ab. Sehr gut. Meine Kamera ist so dunkel. Das liegt an diesem Backlight, das ich habe. Jetzt habe ich den Heiltrank. Gut, jetzt können wir zumindest mal unsere Elefantendame helfen. Was? Muss ich insgesamt 8 ermischen? 4 Tropfen heilen eine Wunde. Nimmst du mehr, wird der Trank zu Gift. Ich muss 4 Teile hier reinlernen. Okay.
habe ich hier eine 3 von 8. Das ist nicht so gut. Jetzt habe ich wieder eine 3 von 8. Das war nicht ganz so schlau. 2. Jetzt habe ich hier 2 von 5. Das ist schön. Da kann ich jetzt leider nichts umlernen. 5 von 8, 5 von 3. Okay. Hier jetzt wieder 2 von 5. Okay, 5, 4 von 8. Ach, das Ende. Jetzt habe ich schon wieder einen absoluten Hänger. Nein, du sollst das da. Kannst du die hier bitte da rein, damit ich hier. Aus der großen Flasche kann ich nichts in die kleine umlernen, oder wie? Hä? Wieso konnte ich das nicht hier rein leeren? Okay. Ich brauche nur 4 Tropfen. 3 da rein. 5 und die 3, dann habe ich jetzt 2. Kann ich ihn nur. Ach. Ja. Ich versag hier gerade total. Normalerweise kann ich sowas, aber nicht im Moment. 7 von 8, 4 von 8, 3 von 8, ach Gott, ja. Thank you. The prophecy about Jagun said that he would die at the hands of a human. It must mean Princess Manu, the only human in this world. I found Manu as a child in the jungle and raised her as my own daughter. She was so kind and generous to animals that we made her our princess, the ruler of the animal world. Now Jagun's hunting for Manu. He'll perform a special ritual to reverse the prophecy that will kill her. It will make him the new ruler of our world. Please find and save Manu. Then she'll help you get back to your world. Now go to the snake's path. She's looking for shelter there. Look around my tent. Maybe you'll find something useful there. Jetzt fange ich an zu verstehen. Ich muss Prinzessin Manu finden. Ja, und vor allen Dingen wird nicht Prinzessin Manu es sein, sondern wir. Der Affe hat uns ja hergebracht als Beobachter oder wie auch immer. Jemand, der ihnen hilft. Und ich glaube, wir werden im Endeffekt die Person sein, die dem Tiger das Ende bescheren wird. Ja, Wendy, ist okay. Wir hören dich. Mein Vogel ist wieder im Hintergrund. Ich erinnere kaum an euch, aber ihr wart bestimmt nett. Manu, das muss Prinzessin Manus Eltern sein. Natürlich ist der Bilderrahmen verschraubt. Was könnte ich stattdessen verwenden? Kann ich den Glücksbringer nehmen? Wenn ich keine Münze habe, nehme ich eben den Glücksbringer. Das hat sich gerade bewegt. Du kannst meine Schätze nur mit meinen Augen sehen, Nanda. Ich frage mich, was ich erblicken werde. Höchstwahrscheinlich all das, was hier so vor sich hin flimmert. Ich brauche etwas, um diesen Staub loszuwerden, aber die Banane ist noch gut. Ich brauche ein Werkzeug. Ich habe eine Schere. Nee, Nadel und Faden hilft mir hier auch nicht. Papier und Kohle. Und hier oben noch irgendwas? Ja. Eine Spielzeugmaus. Beschäftige ich damit den Tiger? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht an meine Eltern, aber Nanda hat mich großgezogen. Sie ist eine nette, kluge und sehr hilfreiche Elefantin. Prinzessin Wendy? Ja, geht mal raus. Prinzessin Manu wurde von den schönsten Tieren erzogen. Okay, ich nähe da das Kissen zusammen. Warum?
Ich nähe es vor allen Dingen nicht mal schön zusammen. Ach, für die Katze im Baum. Ich könnte das Schloss aufbrechen, aber ich brauche zuerst einen Keil. Ich könnte auch einfach die Elefantendame fragen, ob sie den Schlüssel für mich hat. Weil wir es können mit einem Netz und darum nähen wir. Ja, ich möchte doch, dass die Katze weich landet. Wenigstens hat sie mir was runtergeworfen. Ein Fernrohr, das kommt da wahrscheinlich rein. Und das ist mein Code, den ich hier brauche. Kann ich mir das irgendwie... Danke. Ich kann wirklich perfekt abzeichnen. Also gut. Elefant, falsche Affe. Affe und Tiger. Die Gazelle, die kleine Maus und der Panther. Die Schlange. Der Wolf, nee, der Fuchs und der Bär. Ein menschlicher Kartoffelstempel. Bogen mit Pfeil und Seil, Staubwedel. Gut, damit kann ich mich irgendwo hochschießen. Warte, Maus. Banane. Und du möchtest noch das andere Dingens da, ne? Habe ich jetzt das, was hier reingehört? Ich habe eine Pinzette, damit kann ich das Ding jetzt aus dem Baumstamm hier aus dem Ast da grabbeln. Ich habe ein Auge, das ist schön. Mit dem Staubwedel hier mal rumwedeln. Eine Rasenmutter und Glühwürmchen. Ich habe nur eins, ich kann das nicht einsetzen. Ich brauche das zweite auch noch. Kann ich mit dem Korkenzieher hier randalieren? Nee, schade. Ich hätte gehofft, es wäre so einfach. Eine Rasenmutter. Wo schraube ich die denn jetzt an? Gut, Echse weg, Auge her. Ein dickes Buch, das ich scheinbar wohl nicht lesen kann oder werde. Drei Bernstein, drei Rubin, drei Türkis und drei Holz. Oh Gott. Drei Bernstein, drei Rubin, drei Türkis, drei Holz. Ja, geh weg mit deiner Auszeichnung. Lass mich in Ruhe. Bernstein. Jetzt haben wir Holz und noch einen Bernstein. Ja, wow. Was habe ich alles gefunden? Das Holz sehe ich dafür wieder mal nicht. Hier, Holznadel. Elefantenstoßzahn. Der in die Statue rein? Nein. Also die hier möchte ja was Sandelholzrinde. Ich hab Elfenbein. Das wird mir hier nicht weiterhelfen. Kann ich hier noch irgendwas tun? Nein, das geht nur noch da. Habe ich eigentlich eine Karte irgendwo? Ja. Tatsächlich. Ich bin hier. Freigespielte Bereiche, aktuelle Aufgabe anzeigen. Ich habe scheinbar keine aktuelle Aufgabe. Ich habe irgendwas noch nicht gemacht, das mir zu einer aktuellen Aufgabe verhelfen würde. Kann ich mit dem Stoßzahn das abrandalieren? Jetzt irgendwas zum Draufschlagen. Das Buch, das schwere Buch. Wir missbrauchen das Buch. Sandholz, Rinde und eine kaputte Sita. Schlangenpfad, ich habe ein Portal geöffnet.
secret in our world. You'll never defeat the powers of nature. Was für ein herzliches Willkommen. Ich muss die Pflanzen aus dem Weg räumen, wenn ich weiterkommen will. Das ist die Schlangenstatue. Mokan, immer die Zukunft im Blick. Seine Rassel fehlt. Ja. Ich frage mich, ob die Schlange ihm vielleicht absichtlich irgendwie was Falsches vorhergesagt hat, damit er versucht, die Prophezeiung zu ändern und sie sich dann erfüllt. Es gibt keine Musik zum Tanzen. Okay, jetzt. Und erst wenn sie tanzt, kann ich die Fackel wohl anzünden. Ich brauche etwas, um diese Nägel zu entfernen. Ich habe eine Mutter. Moment, ich habe doch einen Korkenzieher. Und bekomme die Saiten für die Sita wahrscheinlich. Ich komme nicht heran. Moment. Die anderen haben es uns ja schon vorgemacht, was zu tun ist. Dass das überhaupt noch schwimmt und nicht schon längst abgesoffen ist, das Boot, ne? Schale und Pinsel. Die wichtigsten Teile fehlen. Aha, okay. Ich brauche noch irgendwas zum Festmachen. Gehört die da dann mit dazu? Nee, die anderen so Knöpfe. Halt, warte, ich hab die doch. Stimmwirbel. Hallo? Jetzt kann ich Musik spielen. Oder ich lasse es die Statue machen. Ich habe eine Fackel. Kann ich damit die Pflanzen wegbrennen? Tatsächlich. Oh. Jetzt hätte ich gerne eine Erklärung für dieses Spiel. Bewege mit den Pfeilen alle Pflanzen auf die Feuerstellen. Die Pflanzen können sich gegenseitig beeinflussen, sofern sie nicht durch ein Hindernis blockiert werden. Aha. Ich weiß ja nicht, wie das mit den Protagonisten aussieht, aber besser als ich ist die Statue allemal. Ja, ich auch. Also, die Statue ist definitiv besser auch als ich. Einmal nach unten. Und dann. Verdammt. Warte. Gleich noch. Einmal dahin. Einmal runter. Nochmal runter kann ich. Schade, ich wollte jetzt nach rechts gehen. Viel zu ungeduldig für Gitarren. Also ich bin für alles super ungeduldig. Wieder weg. Warte mal, ich versuch mal die hier irgendwie hier weg zu schieben. Okay, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann nach oben, dann hätte ich die zwei da oben gebraucht. Das ist schön. Das ist beinahe. Ganz beinahe. Gut. Nach 3 Stunden noch immer kein Nothing Else Matter spielen, gefrustet und hab's gelassen. Übertrieben, aber die Richtung stimmt.
Ich habe noch nie irgendeine Musikinstrument in der Hand gehabt, muss ich sagen. Hello? I can't believe it. I haven't seen another person here in so long. I'm Manu, the princess. Please, help me. Ja toll, jetzt wird sie ausgerechnet von einem Nilpferd hier angegriffen. Ey, ich kann dir dein Diadem zurückgeben. Vielleicht erkennst du dich ja als Königin an. Es gibt nicht genügend Stöcke, ich muss mehr finden. Aha. Ja, erstmal kann ich die Schlange da einsammeln. Ein Rad fehlt, es wird sich keinen Zentimeter bewegen. Kann ich... Holzrad. Ja, Holzzahnrad. Ja, hätte funktionieren können, aber musste nicht. Stabiler Speer auf jeden Fall. Auf definitiv. Ein weiterer Sandsack könnte ausreichen, um es herunterzuholen. Ja, die ist stark. Die kann sich gegen das Viech zur Wehr setzen. Ich muss mich nicht beeilen. Der Hebel fehlt. Ich brauche einen Ersatz. Kronleuchter. Kann ich das Kronleuchter-Ding als Radersatz nehmen? Ist viel größer als die anderen Räder, aber zu locker. Hier, drauf damit. Korb, Angel, Pilze, Kräuter und ein Mantel. Und ein Buch. Jetzt bekomme ich hier Schilfrohr. Kigelia-Frucht, noch besser. Kriege ich hier noch irgendwas anderes her aus dem Dingens? Ja, die Schmetterlinge. Deshalb durfte ich es noch ansehen. Was braucht die gute Dame denn? Etwas Essen. Ich weiß nicht, ob sich ein Nilpferd damit zufrieden geben würde. Princess Manu. I'm sure you already know the prophecy chose me to kill Jagan. He's hunting for me, so I asked for shelter in the nearest village. You must come with me. You're in danger. When we arrive, I'll send you back to your world. I'm sorry Harish lured you into this. The animals are worried about my fate, but I don't want anyone to suffer because of me. Let's go to my hut first. I need to gather some belongings. Here, this will help us get there. Also gut, ich habe jetzt einen Knochen von der werten Dame bekommen. Wir haben noch immer ein Schachbrett, wir haben Schale und Pinsel und ein Diadem. Gebe ich ihr das zurück? Vielleicht? Braucht sie das Diadem? Ja, erstmal ihr Unterschlupf. Princess Manu, I finally found you. You must run from this place. Jagan has already picked up your trail, and he's about to catch you. How can I trust you, Kali? Isn't Jagan your brother? Yes, he's my brother. But I can't accept the way he rules over the cats, making everyone think they're evil and cruel. I want to stop Jagan, and gain the trust and respect of the other animals. Then I can become the new ruler of the world of cats. I hope my warning will help you understand that not all cats are wicked. Most of us just want to live peacefully. Good luck, Princess. Meine Katzen würden mit dem Collier wahnsinnig werden. Ja. Oh, ich habe Insekten freigelassen. War vielleicht nicht gut. Naja. Das hier hat sie aber abgeschlossen, ihr Tagebuch. Fett mit ihrem Namen drauf. Und ich habe den Schlüssel abgebrochen, das sage ich jetzt besser nicht. Es sieht so aus, als hätte jemand angefangen, dieses Vorhängeschloss aufzuschneiden. Ich könnte die Arbeit ganz einfach zu Ende bringen. Ich könnte sie auch einfach fragen, ob sie mir das Tagebuch öffnen würde, aber ich habe ja gerade den Schlüssel abrandaliert. Sie steht dahin, sie sieht, was ich mache. Man könnte auch einfach die Bindung aufschneiden. Es gäbe sehr viel einfachere Möglichkeiten. Ich brauche etwas Stärkeres als ein Parfum, damit die Skorpione verschwinden. Schal und Pinsel, kann ich das zumindest? Ja, die bewegen sich ja da nicht weg. Ist okay, kann ich den auch ansammeln? Ja. Dracaena-Pollen. Ich habe keine Ahnung, was die machen.
Ich renne dann auch erstmal den Topf vollkommen auseinander. Der Griff ist kaputt, leicht zu ersetzen. Ich kann das Diadem hin. Natürlich, das Diadem ist ein guter Griff. Alchemie hilft mir oft im gefährlichen Dschungel. Manchmal reicht schon eine Prise Schlafstaub, um ein Krokodil ins Traumland zu schicken. Das Leben im Dschungel brachte Manu viele Tricks bei. Ich kann die Mischung hier hineingießen. Welche Mischung? Pestizid. Okay, ich habe ja schon meinen komischen Staub da. Dann fehlt noch ein Block von irgendwas, noch eine Flüssigkeit und dann koche ich alles und hab einen Pumpsprayer, der überhaupt nicht in diese Zeitlinie passt, aber naja. Hä? Das Pulver gehört nicht hier rein? Okay. Das Pulver gehört wohl nicht da rein? Jetzt habe ich aber den Brocken, der gehört aber da rein. Der Eimer ist zu schwer, um ihn zu bewegen. Vielleicht klappt es, wenn ich etwas Wasser rausschöpfe. Okay. Ja. Kann ich den Rosenquarzstein da ablegen? Nein, kann ich nicht. Also das ist schon richtig, was ich hier im Inventar habe, aber ich darf es wohl noch nicht benutzen. Ich habe einen Bolzenschneider. Damit kann ich ihr Tagebuch aufschneiden. I lost my parents a long time ago. I was just a child, playing in the sun shining through my window. Das Kind, das mit ihren Puppen spielte, und hier war nicht das Fenster aus. Jagun's footprints were found in the place where they were killed, but no one could prove it was the Dagger King. No one saw him there with their own. Ja, ja. Es ist immer so komisch, wenn da plötzlich einfach Worte zwischendrin fehlen, sie aber anfängt zu erzählen, statt mich einfach lesen zu lassen. Und Schuhe, Stiefel abhauen. Pfoten. Jagun still fears dying at the hands of a human. When the moon rises, I'll go to the Monkey King and ask for shelter. I hope Jagun won't dare to cross the sacred house of the moon. I pray the lemurs and monkeys will help me survive and punish Jagun. Ich habe einen Fächer bekommen aus ihrem Tagebuch. Kann ich damit Feuer entfachen? Kali gave us good advice. We must make a raft and escape. Ach ja, das Raft muss ich ja auch noch zusammenbauen. Stimmt. Okay, okay. Gut, ich ziehe es nicht nach da oben, ich ziehe es einfach auf den Tisch und dann macht sie das automatisch. Aber ich habe das letzte Dingens hier nicht, ne? Ich habe immer noch ein Schachbrett ohne Figuren, da fehlen zwei Elefanten, ich habe nur einen. Gut, wählen wir ein bisschen mit dem Fächer, dann kann ich zumindest das da haben. Eine Rassel für die Schlange hier vorne, stimmt, da war ja noch was. Moment, für die noch weiter vorne. Schon wieder vergessen. Ein Haken. Gut, wir vervollständigen erstmal das Schachbrett hier. Was? Platziere die Elefanten so auf dem Schachbrett, dass sie sich nicht vertikal, horizontal oder diagonal überschneiden. Aha. Okay, dann gib mir mal die hier. Oh, also ich darf hier hin, das wäre nicht diagonal. Aber das hier ist diagonal, verdammt. Darf ich das denn hier hin? Dann überschneidet sich das mit nichts. Das hier überschneidet sich mit dem, mit dem, mit dem. Das hier geht auch nicht, das geht nicht. Das hier würde gehen. Das geht da nicht. Das hier würde nur noch hier hingehen.
Das hier geht dahin und dann geht das hier noch hier. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht mit dem da oben nicht, ne? Der obere ist auf jeden Fall fix, den kann ich nicht wegbewegen. Dann muss der hier, der kann da ja bleiben. Könnte der theoretisch woanders hin, ist die andere Frage. Der kann da hin, das heißt, den hier kann ich noch. Kann ich woanders hinziehen, ne? Die geringste Überschneidung. Hier. Oh shit, das ist einer von denen, die ich nicht wegbewegen kann. Ah, verdammt. Das ist aber einer, den ich wegbewegen kann, richtig? Wir haben eine indische Statuette, wir haben Stricknadeln und den Reisessig bekommen. Ich habe Stricknadeln. Gut, wir machen mal mit dem Reisessig den Rest hier voll fertig. Dann haben wir den Schlaftrank. Oder die Pestizidformel, haben wir besser gesagt. Sprühe ich damit die Skorpione an? Ja. Jetzt habe ich Holzbretter und einen Beutel mit Sand. Und den Sandbeutel kann ich ja an den Dingens hier ranhängen. Kann ich den Ballon zumindest runterholen. Ja. Säcke mit Zahlen drauf. Verbinde alle Sandsäcke so, dass sie jeweils 0 anzeigen. Okay, die Zahl auf dem Beutel geht an wie viele Verbindungen. Wähle Säcke aus, um sie zu verbinden. Kann ich hier alles kreuz und quer verbinden? Also gut, 6. Einmal, zweimal, dreimal. Da komme ich nicht rüber. Viermal, fünfmal, sechsmal. So. Manchmal lässt er mich das nicht verbinden. So. Okay, jetzt hätte ich aber gerne diesen Sack. Da. Da. So. Leider verloren. Versuche es nochmal. Ah, weil der hier noch zwei übrig hatte. Okay. Ja, das ist leider ein bisschen schade, dass er dann nicht einfach anzeigen würde, hier ist nicht ganz richtig. Zur Erinnerung an deine Eltern. Okay, das sind Ministerium für Suchende. Auszeichnung für die Suche, die Entdecker der Welten. Ich hoffe, die Geburt eurer Tochter wird euch noch mehr motivieren, neue Universen zu entdecken. Okay, Manus Eltern waren großartige Sucher. Sucher und Entdecker neuer Welten. Ich habe ihren Kamm. Reichen die Holzbretter? Nein. Ich brauche die Holzstöcke, aber ich habe momentan... Einer fehlt mir noch. Ein Holzstock fehlt mir noch. Mein Chat verbindet sich hier die ganze Zeit. Na, was soll denn das? Ich bin auch ein großartiger Sucher, nur mit dem Finden klappt es nicht. Das sieht bei mir leider auch so aus. Also gut, ich kann glaube ich nur noch hier mit dem Wasser irgendwas machen. Holzbretter, indische Statue, Stricknadel, Holzstöcke, Haken. Kann ich mit den Stricknadeln Löcher hier reinmachen? Nee. Gut, Kabel. Wo habe ich hier denn noch? Da hinten ist noch irgendwas, das ich machen kann. Das hier kann ich noch irgendwie aufmachen. Geht das mit dem Holz? Geht das mit der Statue? Ja. Mit dem Haken? Mit dem Kamm?
Mit dem Kamm. Mit dem Kamm ziehe ich das einfach raus. Die sind nicht mal reingeschraubt gewesen. Okay. Gut, Krug für Wasser. Dann habe ich hier noch die jetzt den letzten dritten Holzstock für das Floß. Aber natürlich habe ich nichts, um es zusammenzubinden. Das war abzusehen. Stricknadeln. Rasierpinsel. Okay, ich kann irgendwen einschäumen und rasieren. Und die Frau versteckt einen Löffel und starke Reben da unten am Boden ihres Topfes. Okay, das Los ist fertig. Kommt sie jetzt dann von alleine oder muss ich sie holen? Nein, ich gehe alleine scheinbar. I knew you'd visit your little lemur friends first. Surrender, or you and all the lemurs will die. No, I'll unite with all the animals to stop you and Jagun for good. Okay, Mokan greift an. Ich muss Manu helfen. Okay, ich hab schon mal eine Waffe, eine Machetenklinge. Das ist schon mal besser als gar nichts. Ich kann ja eine echte Bansuri erschaffen. Ja. Wenn ich denn die Sachen hätte hier, ne? Ich habe ja meinen Rasierpinsel, ne? Ich kann ihr ja Schaum aufs Maul schmieren. Ja, vertraue mir. Ich brauche ein langes und dünnes Hilfsmittel. Einen Löffel. Der ist nicht lang, aber der ist dünn. Da fehlt ein Eimer Haken. Okay, den habe ich ja. Gut. Jetzt bräuchte ich aber auch nur noch eine Kurbel. Die ich nicht habe. Ich kann meinen Löffel hineinstecken. Okay, ich brauche die zwei komischen Holzbretter, die ich im Inventar habe, ne? Und noch zwei so Kettenglieder, Schrauben, keine Ahnung, die blöden wie das Fliegenfallen hier im Maul haben. Etwas langes, dünnes. Ich werfe meine Statue nach euch. Ich nehme meine Stricknadeln, die nicht wesentlich länger sind als mein Löffel, aber immerhin. Wieso kann ich hier noch hin? Ich brauche ein scharfes Werkzeug. Ja, die Machete. Okay. Und jetzt? Das hält niemals. Kann ich nicht einfach die Machete behalten? Nein, natürlich nicht. Okay, warum kann ich immer noch hierher? Das Moos bedeckt etwas. Ich muss es abkratzen. Mit dem Löffel? Mit dem Wimsstein? Mit dem Rasierpinsel? Mit der Statue? Ich hab doch nichts. Kannst du in ostasiatischer Manier zupacken? Mit den Stricknadeln? Stimmt, mit dem Löffel geht das nicht. Mit nur einem Löffel geht es nicht. Also gut, der Bimsstein, die Aale. Bambusrohr. Oh, was fehlt mir denn ja jetzt noch? Irgendwas anderes. Ich habe eine Fischflosse. Mit Musik kann man Schlangen beschwören. Ach, deshalb, ich rödle mir eine Trollflöte zurecht. Das Flötenmundstück, ja, als keine Ahnung, der indischen Statue, aber ich hab doch nichts mehr. Ich hab da nichts, was irgendwie dazu gehört. Ich schau mal auf die Karte. Ja, hier geht's weiter und da bin ich auch. Ja, ich habe irgendwas noch nicht gesehen. Ein Kurbelgriff. Kann ich dafür die Statue nehmen? Ja, ich kurbele mit der Statue. Eine Glocke, ein Pergament.
Lemuren und Elefanten führten oft Krieg gegen die Schlangen. Während einer Schlacht tötete die Schlange mehrere Elefantenkrieger und ließen nichts als Knochen zurück. Lemuren kreierten verzauberte Bansuri-Mundstücke aus den Knochen ihrer Freunde. Diese Bansuris können Schlangen verscheuchen. König Lorius. Ist ein bisschen makaber, ne? Ich mache aus den Knochen meiner toten Freunde... Wie hieß der Lemur aus dem einen Film? Du meinst King Julian? Aus Madagaskar. Oh, hey Ness, hi! Ja, Internet ist ein bisschen kacke bei dir, ich weiß. Ja, es war King Julian. Ich muss hier, sollte mich hier langsam mal konzentrieren, um hier die Sachen noch voll einzusammeln, ne? Da liegt die Schlange rum. Dann brauche ich hier ein Blatt oder irgendwie sowas. Ich weiß, ich kann auch nach oben und nach unten. Eine Muschel und ein Lotus. Ich hol mir mal nur einen Eimer Wasser. Du bist soeben aufgewacht. Sehr gut. Schönheitsschlaf verändert. Gestern, das muss ich kurz erzählen. Wir haben ja jetzt andere Öffnungszeiten auch und eigentlich ist es so um 19 Uhr. Jetzt ist offiziell um 19 Uhr der Arbeitsbeginn. Und gestern war ich eigentlich offiziell nicht eingeteilt, in Anführungszeichen, sondern mein Arbeitskollege hätte auch noch mit dazukommen sollen, damit wir uns beide hier die Arbeit so ein bisschen aufteilen, damit wir schneller fertig werden. Es ist 19:30. Es ist 8. Er ist immer noch nicht da. Irgendwann so kurze Zeit später so, ich habe ihn dann mal angeschrieben, ne? Wo bist du denn? Alles okay? Lebst du noch? Willst du kein Geld verdienen? Und dann kam er zurück, ah, jetzt bin ich wach. Eine Sekunde Video, eine Minute laden. Ach, das ist schon ich kenne das, es tut mir leid. Es ist ausnahmsweise mal nicht mein Internet, es ist echt furchtbar gerade, aber... Jetzt kriege ich nicht mal das Kackflötenbundstück, ich kriege eine blöde Muschel, was soll ich denn damit? Was muschele ich denn um die Ecke? Ich muschele das Moos ab. Es ist nicht das erste Mal, dass Schlangen versuchen, uns aus dem Dschungel zu vertreiben. Wir haben gekämpft, aber sie haben unser Trinkwasser vergiftet und die Flüsse in Sümpfe verwandelt. Ich fürchte, unser Dorf ist bald verschwunden. König Lorius. Ja, die Schlangen wollten keinen Frieden. Okay. Jetzt bastle ich mir eine Schlangenflöte zusammen. Ich habe mit der Muschel dem Moos einen neuen Haarschnitt verpasst, damit ich an das komme, was unter dem Moos ist. Und das war das Flötenmundstück. Jetzt kann ich die Schlange beflöten. Was? Drehe die Schlangenfiguren in der Mitte, bis sie sich nicht mehr überlappen. Wähle und ziehe eine Figur, um sie zu drehen. Richtig platzierte Figuren werden grün hervorgehoben. Okay. Aha. Platzierte Figuren werden grün vorgehoben. Okay. Dann bin ich. Okay, das sieht das ehrlich gesagt sieht das nicht aus wie Schlangen, aber. Oh, ja, warte mal. Nein, ich gebe. Gib mir die andere da. Das ist irgendwie doof hier mit der hier. Die eine ist echt deplatziert. Kann ich ganz nah an dich heranrücken? Damit ich so tun könnte, als wärt ihr weit genug auseinander. Kann ich dich nicht einfach woanders hinschieben? Doch, natürlich kann ich das. So, jetzt müsst ihr auseinander genug sein. I'm sorry, Princess Manu. I had no choice. Jagan threatened to destroy my village.
You acted like a true leader by exchanging a single life for the entire village. Now, kill that seeker! Warum machst du es nicht selber? Die Demo ist bestimmt zu Ende jetzt. Ja, ich wusste, dass die Demo ist jetzt zu Ende. War natürlich klar. Labyrinth of the World, die wilde Seite Sammler-Edition. Kaufe die Vollversion, erkunde 37 atemberaubende Schauplätze, löse 25 faszinierende Rätsel, finde heraus, was im Dschungel passiert ist. Danke fürs Spielen der Schnupper-Version. So, das war also die wilde Seite. Dann haben wir hier noch so ein paar nette Szenen, wo wir sehen, wo wir noch überall hinkommen. Also es ist wirklich schön gemacht, muss ich sagen. Die Story ist jetzt nicht unbedingt neu. Es hat sehr viel vom Dschungelbuch. Aber ich fand das eigentlich ganz nett. Die TV war jetzt die meiste Zeit dabei. Wie hat dir das denn gefallen? Die Sprechanimationen von dem Tiger waren voll gut. Also ich finde das Spiel wirklich sehr schön, muss ich sagen. Ich bin erstaunt, dass es so gut geworden ist. Okay, der TV sagt, ich mochte das Game. Also ich finde das wirklich sehr schön, muss ich sagen. Ich habe irgendeins von den Labyrinths of the World Teilen auch noch irgendwo rumliegen. Das wollte meine Mutter unbedingt haben, deshalb habe ich den mal gekauft. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier auch wieder rauskomme, weil das mit dem Menü ist ein bisschen komisch hier. Das reagiert manchmal nicht, wenn ich auf Beenden gehe. So.